Ich war an der Central Avenue, dem Harlem von Los Angeles, wo es noch Lokale für Weiße, aber auch solche für Farbige gibt. Ich suchte nach einem kleinen griechischen Friseur namens Tomalidis, dessen Frau wollte, dass er nach Hause zurückkehrte. Da sah ich diesen großen Burschen vor Chemie stehen, einer Bar- und Würfelstube im ersten Stock, ausschließlich für Farbige und nicht sehr verlockend. Er blickte zu den beschädigten Buchstaben der Leuchtschrift mit einem verzückten Ausdruck hinauf, wie einer, der lange gewartet und einen weiten Weg zurückgelegt hatte. Er war nicht nur groß, er war ein Riese. Er sah aus, als wäre er über 2 Meter und er trug den auffallendsten Anzug, den ich je an einem wirklich großen Mann gesehen habe. Rostfarbene Hosen mit scharfer Bügelfalte, eine große graue Jacke mit Billardkugeln als Knöpfen, braune Wildlederschuhe mit weißen Explosionen aus Ziegenleder dazwischen, ein braunes Hemd, eine gelbe Krawatte, eine große rote Nelke im Knopfloch und ein Ziertaschentuch in den Farben der irischen Fahne. Er trat vor und stieß die Pendeltür zur Chemis Bar auf. Die Tür hatte noch nicht ausgependelt, als sie weit nach außen aufflog. Was herausgesegelt kam, im Rinnstein landete und dabei hohe quietschende Töne wie eine verwundete Ratte von sich gab, war ein jugendlicher, farbiger mit straffem, geöltem Haar und einem eng anliegenden modischen Anzug. Das alles ging mich immer noch nichts an. Ich ging auf dem Gehsteig weiter, bis ich selbst die Pendeltür aufstoßen konnte, gerade weit genug, um reinblicken zu können. Das war schon zu weit. Eine Hand, in der ich hätte sitzen können, packte mich an der Schulter, hob mich durch die Tür durch und 3 Stufen rauf. Hier drin gibt's Schwarze, Freund. Können Sie das begreifen? Ja, das ist eben so ein Lokal. Waren Sie das nicht, Freund? Viola hat hier gearbeitet, die kleine Viola. Na, dann gehen Sie doch rauf und sehen Sie selbst nach. Ich würde keinem raten, mich zu ärgern. Na, ich auch nicht. Wie wär's, wenn wir 2 da mal raufgehen und vielleicht ein Glas zusammen trinken? Sie werden da oben nicht bedient. Ich habe Viola 8 Jahre lang nicht gesehen, Freund. Nach dem 6. hat sie nicht mal mehr geschrieben. Aber dafür hatte sie sicher einen Grund. Sicher. Sie hat mal hier gearbeitet. Gehen wir rauf. Ja, na schön, ich komme mit. Aber nun lassen Sie mich doch endlich los. Sie brauchen mich nicht zu tragen. Mein Name ist Carmody, ich bin gesund, erwachsen bin ich auch, ich gehe allein aufs Klo und so weiter und so weiter. Wirklich, brauchen wir nicht zu tragen. Die kleine Viola hat hier gearbeitet. In der hinteren Ecke neben der Bar war ein Würfeltisch und hier und da standen Verstreutische mit ein paar Gästen. Die schrillen Stimmen um den Würfeltisch brachen augenblicklich ab. In der folgenden tödlich fremden Stille einer anderen Rasse sahen uns Augen entgegen. Ein großer Neger lehnte in Hemdsärmeln mit rosa Ärmelhaltern an der Bar. Ein ehemaliger Boxer, den schon alles getroffen hatte, außer einer Betonbrücke. Er riss sich von der Bartheke los und kam mit dem geduckten, lockeren Gang eines Boxers auf uns zu. Er legte dem großen Mann eine große braune Hand gegen die farbige Brust. Keine weißen Gäste bei uns, Brüder. Nur für Farbige, tut mir leid. Wo ist Viola? Keine Viola, Bruder. Kein Schnaps, keine Mädchen, nix. Und jetzt raus, Bruder. Nichts wie raus. Nehmen Sie Ihre verdammte Pfote von mir weg. Der Rauschmeißer machte einen Fehler. Er schlug nach ihm. Es war ein guter, sauberer Schlag. Der große Mann versuchte nicht mal, ihn abzuwehren. Er schüttelte nur den Kopf, drehte den Rauschmeißer um, packte ihn hinten am Gürtel und warf ihn frei durch den schmalen Raum. An der anderen Seite prallte er gegen die Wand mit einem Krachen, das noch in Denver zu hören gewesen sein muss. So, ihr 2 wollen einen trinken. Whisky sauer. Seit wann ist das Lokal hier ein Niggerlokal? Auf jeden Fall seit 5 Jahren. Der da kann von einem weißen Mädchen namens Viola gar nichts wissen. Wer verdammt nochmal hat Sie gebeten, Ihre Nase in meine Angelegenheiten zu stecken? Ich bin der Mann, der mit Ihnen hier raufgekommen ist. Erinnern Sie sich? Also gut, 2 Whisky sauer. Los, scheuchen Sie Ihre Flöhe aus der Hose. Bedienung! Sofort, 2 Whisky sauer. Und im Lokal ist nichts übrig geblieben. Da war mal eine Bühne und eine Kapelle. Und nette kleine Zimmer, in denen man seinen Spaß haben konnte. Viola hat hier getrillert. Ein Rotkopf. Sagenhaft schick. Wir wollten gerade heiraten, als mich jemand verpfiff.
Ist halb verpfiffen. Aber was glauben Sie wohl, wo ich die 8 Jahre war, von denen ich Ihnen erzählt habe? Irgendwo bei Freier Kost und Logis hinter verschlossenen Türen. Richtig. Steve's Keller. Die Great Bend Bank in Kansas. Das war ich. Ah. Ich ganz allein. 40.000. Junge. Und erwischt haben Sie mich genau hier. 2 Whisky Sour. Bitte sehr. Wohin führt die Tür da hinten? Da? Das ist Mr. Montgomerys Büro, Sir. Das ist der Chef. Er hat da hinten sein Büro. Der könnte was wissen. Ich rate ihm aber keine dummen Bemerkungen zu machen. Noch 2 Whisky Sour! Er durchquerte den Raum zu der Tür hinter dem Würfeltisch. Das Schloss hielt ihn für einen Augenblick auf. Aber dann splitterte ein großes Stück des Türrahmens ab und er ging durch die Tür und schloss sie hinter sich. Der Barmann sah mich misstrauisch an. Jetzt war es in Shamies Bar sehr still. Nach einer Weile war hinter der geschlossenen Tür ein dumpfer, hohler Klang zu hören. Ich fragte mich, was dieser Knall bedeuten konnte. Während ich noch darüber nachdachte, ging die Tür an der Rückwand auf und der große Mann kam hindurch mit einer Armeepistole Kaliber 45, die in seiner Hand wie ein Spielzeug wirkte. Mit schnellen, trotz seiner Größe fast lautlosen Schritten kam er zu uns rüber. Mr. Montgomery wusste auch nicht, wo Viola ist. Macht's gut, ihr Halunken! Vergesst euren Kaugummi nicht! Er war fort, die Treppe runter, sehr schnell, sehr leise. Ich ging durch den Raum und die Tür nach hinten. Mr. Montgomery saß in seinem Büro hinter einem kleinen, zernarbten Schreibtisch. Er war zusammengeklappt wie ein Taschenmesser. Rechts von ihm stand eine Schublade offen. Darin musste die Waffe gelegen haben. Kein guter Einfall. Aber er würde auch nie einen besseren haben. Jetzt nicht mehr. Während ich auf die Polizei wartete, ereignete sich nichts. Heini bekam den Fall. Ein lamentierender, übermäßig langsamer Polizeileutnant. In seinem winzigen Büro deutete er mit seinen langen, gelben Fingern auf mich. Das können Sie mir doch nicht erzählen. Warum haben Sie ihn nicht festgehalten? Ich werde an den Schläfen schon ein bisschen grau. Carmody, der harte Privatdetektiv. 1,80 groß und ein Kinn, mit dem man Steine klopfen kann. Warum haben Sie ihn nicht festgehalten? Ach schön, warum streiten? Skeller hat mich unterwegs einfach aufgegriffen. Er kann einen Elefanten in die Westentasche stecken. Sie werden ihn schon fassen. Ja, leicht. Ein Kerl von der Größe kann nicht weit kommen. Nicht in dem auffälligen Anzug. Eben. Aber ich vergeude meine Zeit nicht gern mit toten Niggern. Bring keine Bilder, keine Berichte, nicht mal 3 Zeilen bei den Suchanzeigen. Sind eben nicht gefragt. Verdammt, wir hatten mal 5 Neger. 5? Ja, ganze 5, die sich drüben in der 84. gegenseitig abgeschlachtet hatten. Alle tot. Was es nicht alles gibt. Ja, und die verdammten Pressegeier wollten nicht mal hinkommen. Fassen Sie ihn vorsichtig an. Oder er legt Ihre Streifenmannschaften reihenweise um. Dann kriegen Sie Zeitungsberichte. Ach, zum Teufel. Ich habe eine Funkmeldung über ihn rausgegeben. Ich kann nichts anderes tun als abwarten. Versuchen Sie es mit dem Mädchen Buna. Skeller wird es auf jeden Fall tun. Er wird sie suchen und finden. Na, suchen Sie sie doch. Ich bin seit 20 Jahren in keinem Freudenhaus mehr gewesen. Und ich würde mich da richtig wohlfühlen. Ha, ha, ha. Was zahlen Sie dafür? Mein Gott, Polizisten beschäftigen keine Privatdetektive. Wovon auch? Gut, ich wette mit Ihnen um $25, dass ich Buna finde, ehe Sie Skeller unter Glas haben. 10 sind das Höchste. Und dann gehört sie allein mir. Privat. Das stehe ich doch gar nicht erst auf. Für das Geld arbeite ich nicht. Aber wenn ich es an einem Tag schaffe und Sie mich in Ruhe lassen, dann tue ich es umsonst. Nur um Ihnen zu zeigen, weshalb Sie schon seit 20 Jahren Leutnant sind. Ach, machen Sie da, was Sie wollen. Das tue ich auch. Ich holte meinen alten Chrysler vom Behördenparkplatz und fuhr zur Central Avenue zurück. Shamies Bar war selbstverständlich geschlossen. Ein unverkennbarer Polizeibeamter in Zivil saß davor im Wagen und las mit einem Auge Zeitung. Ich parkte um die Ecke und ging in die Halle eines schräg gegenüberliegenden Negerhotels, das sich Sans Souci nannte. Hinter einem Pult hatte ein kahlköpfiger Mann die Augen geschlossen und die Hände auf der Platte gefaltet. Er schlummerte. Er trug eine Escort-Krawatte, wie sie 1880 gebunden worden war, und der grüne Stein in der Nadel war nicht ganz so groß wie eine Mülltonne. Ein graviertes Metallschild neben seinem Ellbogen besagte: Dieses Hotel steht unter dem Schutz der International Consolidated Agencies Incorporated. Er öffnete ein Auge. Schwierigkeiten, Bruder? Das wollte ich Sie fragen. Ich komme von der ICA Hotelschutzabteilung. Scheckbetrug oder sowas? Schwierigkeiten, Bruder?
sind etwas, das wir nicht kennen. Wir nehmen nämlich keine Schecks an. Haben Sie gehört, was heute Vormittag drüben in Shamies Bar passiert ist? Bruder, ich hab's vergessen. Den Boss da hat's erwischt. Montgomery. Ihm wurde das Genick gebrochen. Möge der Herr seine Seele erlösen, Bruder. Bolette? Privat. Bei einer vertraulichen Ermittlung. Und ich erkenne einen Mann, der eine Sache vertraulich behandelt, wenn ich ihn vor mir habe. Wer ist es gewesen? Wer hat Sam umgelegt? Ein gerade aus dem Bau entlassener Gorilla wurde wütend, weil Shamies Bar nicht mehr weiß ist. Früher war sie das. Erinnern Sie sich? Mhm. Ah, nennen Sie Ihre Sätze. Ich lese Ihnen ein Kapitel aus der Bibel vor. Oder ich lade Sie zu einem Drink ein. Also das eine oder das andere. Bruder, ich lese die Bibel gern im trauten Kreis meiner Familie. Mhm. Kommen Sie auf diese Seite des Pults. Hier sind Gläser. Was wollen Sie wissen? Wem gehörte Shamies Bar, ehe es ein Lokal für Farbige wurde? Der Name dieses armen Sünders lautete Shamy, Bruder. Was habe ich nur als Verstand benutzt? Er ist tot, Bruder, eingegangen zum Herrn. Starb vor Jahren an einer Alkoholvergiftung. Dabei war er selbst in dem Gewerbe tätig. Hat er Hinterbliebene? Irgendjemand, der noch existiert? Sie dürfen nachschenken. Mehr als zwei gibt's nicht von dem Mittagessen. Danke Ihnen, Bruder. Er hat eine Frau. Sehen Sie mal im Telefonbuch nach. Er faltete wieder die Hände auf dem Pult und schloss die Augen. Für ihn war der Zwischenfall abgeschlossen. Im Telefonbuch stand nur eine Shamie. Violet Lou Shamie. 1644 West. Das Haus war schmutzig braun mit einem schmutzig braunen Rasen davor. Auf der Veranda stand ein einsamer Schaukelstuhl. Ich fuhr ein Stück weiter und parkte auf der gegenüberliegenden Seite und kam zu Fuß zurück. Die Klingel funktionierte nicht, darum klopfte ich. Eine Frau, die sich gerade die Nase schneuzte, öffnete mir die Tür. Ein langes, gelbes, von zotteligem Haar eingerahmtes Gesicht. Der unförmige Körper stak in einem Flanellbademantel, der schon lange jede Form und Farbe eingebüßt hatte. Ihre Zehen waren in einem Paar zerrissener Männerpantoffel groß und auffällig sichtbar. Mrs. Shamie? Ja? Sind Sie die Mrs. Shamie, deren Mann mal an der Central Avenue ein Lokal besaß? Was? Ja, ein Vergnügungslokal. Ach du meine Güte, mein Mann ist schon seit 7 Jahren tot. Wer sind Sie denn? Detektiv Carmody. Also mein Mann ist tot. Hoffentlich gibt's genug billige Blondinen da, wo er ist. Hier hat er nie genug davon gekriegt. Na, kommen Sie rein. Ich dachte mehr an einen Rotschopf. Dafür hat er wohl auch mal Verwendung. Mich hat's nicht weiter gestört. Meinen Sie eine bestimmte? Ja, ein Mädchen namens Beulah. Ihren Familiennamen weiß ich nicht. Sie ist in diesem Lokal an der Central Avenue aufgetreten. Ich versuche sie im Auftrag ihrer Familie ausfindig zu machen. Das Lokal ist jetzt nur für Farbige und die Leute, die jetzt da sind, haben selbstverständlich nie was von ihr gehört. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich bin nie da gewesen. Beulah war Sängerin. Haben Sie sie wirklich nicht gekannt? Ich hab Schnupfen. Nun, Sie wissen doch, was dagegen gut ist. Das ist mir gerade ausgegangen. Oh, ich hab was bei mir. Also, Sie sind kein Polyp. Kein Polyp hat sich je was zu trinken gekauft. Ja? Mann, das ist was zu trinken. Ja. Mir ist es gleichgültig, was Sie sind. Halten Sie die Flasche gut fest, Mister. Ich hol Gläser. Das Zeug stirbt bei mir schmerzlos. Das merkt nicht mal, was Ihnen passiert. Prost. Prost. Wovon haben wir eben gesprochen? Von einem rothaarigen Mädchen namens Beulah. Hat mal in diesem Lokal gearbeitet. Können Sie sich jetzt besser erinnern? Ja. Bleiben Sie auf Ihrem Platz und treten Sie nicht auf die Mäuse. Mir ist da eben was eingefallen. Sie stand auf und verlor dabei fast ihren Bademantel. Sie riss ihn an sich und zog ihn über den Bauch fest zusammen und warf mir dabei einen eisigen Blick zu. Aus dem hinteren Teil des Hauses waren bald darauf polternde Geräusche zu hören. Ein Stuhl schien umzustürzen, eine Schublade wurde weit herausgezogen und schlug krachend auf den Boden. Es folgten Scharren und Knarren und laute Worte. Nach einer Weile ertönte das Klicken eines Schlosses und das, was das Quietschen eines aufgehenden Kofferdeckels sein konnte. Weiteres Rascheln und Poltern folgte.
dann befriedigtes Grunzen. Sie kam mit einem rosa verschnürten Päckchen ins Zimmer zurück. Sehen Sie sich das an. Fotos, Zeitungsausschnitte. Aber das Gesindel ist immer nur durch einen Polizeibericht in die Zeitung gekommen. Ja, das sind Leute aus dem Lokal. Verdammt. Das ist alles, was der Herr Lunke mir hinterlassen hat. Das von seiner alten Anzüge. Die hier. Wer ist das? Was ist aus der geworden? Das ist ja. Steve Scalas Mädchen. Ihren Namen habe ich vergessen. Beulah. Sie heißt Beulah. So. Wirklich? Wer ist Steve Scala? Rausschmeißer in dem Lokal. Der sitzt im Loch. Nein, da war er mal. Er ist raus, er ist hier in der Stadt. Ich kenne ihn. Er ist gerade rausgekommen. Was? Ja, er ist raus. Geben Sie das Foto her. Naja, dann trinken Sie doch erst noch einen Schluck. Ja, ich habe ihn angezeigt. Aber jetzt nie erfahren. Ach. Er war für mich Geld auf der Bank, verstehen Sie? Scala war für mich wie Geld auf der Bank und das hatte ich bitter nötig. Lassen Sie mir das Mädchen. Scala erfährt nichts davon. Sie ist hier beim Rundfunk. Ich habe sie mal beim KLBL gehört. Aber sie hat einen anderen Namen angenommen, ich weiß nicht welchen. Sie wissen ihn. Ich weiß es nicht. Jamie hat Ihnen also nichts hinterlassen. Und wovon leben Sie? Geht sich nichts an. Ich sag's Ihnen. Sie erpressen Beulah, weil sie sich von ihrer Welt, von Leuten wie Sie und Scala freigemacht hat. So ist es doch. Nicht? Gut. Ich kriege 100 im Monat. Zuverlässig wie eine Rente. Ja, so ist es. Wo ist Beulah? Wie nennt sie sich? Ich weiß es nicht. Ich bekomme das Geld anonym überwiesen. Ich weiß es wahrhaftig nicht. Sie lügen! Scala würde... Gehen Sie raus, ich nach der Polizei rufe. Naja, ist ja schon raus gut, ist ja schon Sie. Gut. Immer mit der Ruhe. Raus ich werde Scala nicht sagen, beruhigen Sie sich doch. Hier, Sie. Trinken Sie noch einen. Sie sah mir nicht mal nach, als ich sie verließ. Ich trat in die klare Herbstsonne hinaus und ging zu meinem Wagen. KLBL residierte am westlichen Rand der Stadt, wo sie in Beverly Hills übergeht. Ich ging zum Empfang im Erdgeschoss. Nachdem ich eine halbe Stunde gewartet hatte, bekam ich einen Mr. Dave Marino zu sehen, den Studioleiter. Er war ein gut aussehender großer Mann von levantinischem Typ, mit etwas zu vollen roten Lippen, glänzend schwarzem Haar und langen, blassen, nikotinfleckigen Fingern. So, so, Privatdetektiv sind Sie. Was können wir für Sie tun? Ich habe hier ein Foto und möchte gern wissen, ob Sie mit der Dame was anfangen können. Hier. Nicht sehr neu, aber sehr nett. Ich weiß noch nicht, ob wir was damit anfangen können. Das sind Beine, was? Das Foto ist mindestens 8 Jahre alt. So. Wo könnte die Dame hier arbeiten? In der Werbung natürlich. Wissen Sie wirklich nicht, wer das ist? Ich weiß, wer sie war. Das ist Vivian Baring selbstverständlich. Der Star unseres Jumbo-Schokoladeprogramms. Eine halbstündige Serie, die alle 3 Wochen kommt. Nie davon gehört. Eine Rundfunkserie entspricht etwa meiner Vorstellung von der Quadratwurzel aus Nichts. Also gut, hören Sie auf mit dem überflüssigen Zeug und kommen Sie zur Sache. Was wollen Sie? Ihre Adresse. Tja, die kann ich Ihnen selbstverständlich nicht geben. Sie werden sie auch in keinem Telefonbuch oder Adressbuch finden. Es tut mir leid. Beim Rundfunk kann man doch einen Star immer ersetzen. Oder nicht? Ich rieche wohl was Übles. Das ist wie ein Schnurrbart, der brennt das. Naja, offensichtlich haben wir die Sache falsch angefasst, was? Wahrscheinlich sind Sie einwandfrei. So sehen Sie jedenfalls aus. Finden Sie? Ja, darum will ich etwas riskieren. Hier. 1737 North Florence Avenue. Das ist Ihre Adresse. Die Telefonnummer kann ich Ihnen ohne Ihre Zustimmung nicht geben. Ich darf wohl erwarten, dass Sie den Sender aus dem Spiel lassen. Wie läuft denn dies Jumbo-Schoko-Dingsbums? Nun, man hat uns die Übernahme ins Zentralprogramm versprochen. Übrigens schreibt Miss Baring ihre Manuskripte selbst. Ach so, ja.
Ja, leider gibt es bei ihr einen dunklen Punkt. Ah. Sie hat einen Freund, der im Bau saß. Das heißt, er war mal ihr Freund. Sie lernte ihn in einem Lokal an der Central Avenue kennen, wo sie mal gearbeitet hat. An der Central Avenue? Ja. Und dieser Freund ist jetzt hier und sucht nach ihr. Übrigens, er hat deswegen einen Mann umgebracht. Wenn das rauskommt... Langsam. Gegen Miss Baring liegt ja nichts vor, aber dieser brutale Bursche bringt Menschen mit den bloßen Händen um. Die Hauptsache ist also, dass sie geschützt wird. Und wie stellen Sie sich das vor? Am besten verlassen Sie sich natürlich auf die Polizei. Ja. Wenn Sie genug Einfluss haben, dass die nicht die Zeitungen damit füttern. Lassen Sie die Polizei aus dem Spiel. Sie wollen doch einen Auftrag, oder nicht? Wann brauchen Sie sie wieder hier im Studio? Morgen Abend. Heute hat sie frei. Also gut, bis dahin werde ich sie verstecken. Wenn Sie das von mir wollen. Einverstanden. Wollen Sie einen Vorschuss? Na, den wollte ich eigentlich nicht, ne? Ja, also dann machen Sie sich mal die Arbeit. Ich musste quer durch die Stadt. Der Verkehr war sehr dicht. Und ich war nicht weiter als 12 Blocks gekommen, als ich bemerkte, dass ein blaues Coupé, das den Parkplatz des Senders hinter mir verlassen hatte, sich immer noch hinter mir befand. In dem Wagen saß ein einzelner Mann. Es war nichts, keiner. Ich schlug ein paar Haken und schüttelte ihn ab. Der Nummer nach musste das Haus an der Flors in der Nähe Sunset Towers sein. Bronze Tore und schindelgedeckte Häuschen mit steilen Dächern erinnerten von fern an alte englische Drucke. Von sehr fern. Ich parkte am Straßenrand. Der Rasen war fast zu gut gepflegt. Es gab einen breiten Plattenweg und ein längliches, von farbigen Kacheln eingefasstes Schwimmbecken. Meine Nummer war das letzte Haus auf der linken Seite. Ich klingelte. Sofort wurde geöffnet. Eine dunkelhaarige Frau mit einer Nase, wie sie in andere Leute Angelegenheiten gesteckt werden, und mit dünnen Lippen, musterte mich von oben bis unten. Sie wünschen? Miss Baring? Sind Sie Miss Vivian Baring? Wer? Miss Vivian Baring vom Sender KLBL. Man hat mir gesagt... Wenn das ein Witz sein soll, dann finde ich ihn aber nicht gelungen. Mr. Marino hat mich geschickt. Zufällig bin ich die Frau von Mr. Marino. Und zufällig ist dies hier Mr. Marinos Wohnung. Es war mir nicht bekannt, dass diese... Miss Vivian Baring. Dass diese Miss Baring hier eingezogen ist. Mr. Marino muss heute besonders zu Scherzen aufgelegt sein. Hallo. Hallo. Bitte, meine Dame, hören Sie doch. Verschwinden Sie von meiner Veranda. Gehen Sie, ich Sie hinunterwerfen lasse. Augenblick. Für Mr. Marino mag das vielleicht ein Witz sein, aber für die Polizei bestimmt nicht. Polizei? Ja, es geht um Mord. Ich muss diese Miss Baring finden. Verstehen Sie mich recht, nicht, dass Sie... Also kommen Sie rein. Ja, danke. Ja. Reden Sie schon. Ja, ich meine... Diese Rothaarige sonst was sich in einen Mord hineinziehen lassen, was? Oder Dave? Nein, es ist nicht Dave, meine Damen. Oh. Einen Augenblick dachte ich... Ja? Aber wer denn? Na, niemand, den Sie kennen. Überhaupt, ich kann solche Dinge nicht breittreten. Ich brauche die Adresse von Miss Baring. Haben Sie die? Ja, die habe ich wirklich. Aha. Mr. Smarty weiß das nicht. Mr. Smarty weiß überhaupt nicht so viel, wie er glaubt, dieser Mr. Smarty. Ja, alles, was ich im Augenblick brauche, ist die Adresse. Und ich bin etwas in Eile, Mrs. Merno. Später, ich bin überzeugt, Sie werden sich mit mir unterhalten wollen, aber... Sie wohnt in der Heather Street. Nummer weiß ich nicht. Es ist eine kurze Straße mit 4 oder 5 Häusern. Nur eins davon liegt unten am Hang. Hast du Telefon? Selbstverständlich, aber sie hat eine Geheimnummer. Haben diese Huren alle. Wenn ich sie wüsste, dann... Ja, ja, ich weiß, dann würden Sie sie anrufen und ihr die Ohren voll schreien. Ja, ja. Also, vielen Dank, Mrs. Norton. Mrs. Merno. Übrigens... Die Sache ist selbstverständlich vertraulich. Wie Sie meinen. Ich drängte mich an ihr vorbei aus dem Haus und ging über den Plattenweg zurück. Mr. Marino hatte einen Einfall gehabt, den er für sehr raffiniert hielt. Er hatte mir die erste Adresse gegeben, die ihm in den Kopf kam, seine eigene. Wahrscheinlich hatte er damit gerechnet, dass seine Frau nicht zu Hause war. Während ich überlegte, warum er wohl so unter Zeitdruck gestanden hatte, wurde ich unachtsam. Ich sah den blauen Wagen nicht, der fast unmittelbar vor dem Bronzetor neben der Reihe parkender Wagen stand. Erst der Mann fiel mir auf, der hinter dem Wagen hervortrat. Er hatte eine Waffe in der Hand. Er war ein großer Mann, wenn auch nicht so groß wie Skeller. Er streckte die linke Hand aus, darin glänzte etwas. Es konnte ein Stück Blech sein oder eine Polizeimarke. Gefasst.
steigen Sie in meinen Karren und steuern Sie ihn wie ein artiges Kind. So ganz allein? Ja, aber ich habe die Waffe. Seien Sie nett, dann sind Sie so sicher wie eine Frau mit dem Bart auf dem Regimentstreffen. Noch sicherer. Das ist keine amtliche Marke, die Sie da haben. Sie haben nicht mehr das Recht, mich festzunehmen, als ich Sie. Einsteigen, Junge. Seien Sie artig. Sonst liegen Ihre Kaldaunen noch hier auf der Straße rum. Ich habe meine Befehle. Wollten Sie nicht die Richtung angeben? Fahren Sie auf dem Santa Monica Boulevard nach Westen. Dann sagen wir den Canyon Drive rauf zum Sunset. Bob McCord, früher mal Polizist. Jetzt verdienen Sie also Ihr Geld durch Überfälle auf der Straße. Diesmal landen Sie im Falls im Gefängnis, alter Junge. Ach, sparen sich das, Schleicher. Sie werden nicht verschleppt. Wir wollen bloß keinen Ärger haben. Wenn Sie versuchen, bei einem Unternehmen wie KLBL auf die billige Tour was rauszuholen, müssen Sie mit Rückschlägen rechnen. Was hätte ich rausholen wollen? Das wissen Sie nicht mehr. Nur ein Schnüffler, der seine Nase in ein Astloch gesteckt hat, was? Wohin fahren wir? Ich passe auf Sie auf, bis 9:30. Übrigens brauche ich keine Waffe, um mit Ihnen fertig zu werden. Ich habe noch keinen getroffen, den ich nicht auch ohne Waffe klein gekriegt hätte. Heute Morgen habe ich einen getroffen. 2 Meter groß, 3 Zentner schwer. Der hätte sie in die Westentasche gesteckt. Mit und ohne Kanone. Festhalten! Kommen Sie da raus, Polizei. Ja, ich bin ja nicht blind, ne? Wofür halten Sie die Straße hier zum Teufel? Für eine Rennbahn? Ach. Rauchen Sie mich mal an. Hm? Whisky, habe ich mir doch gedacht. Vorwärts, Mann, gehen Sie. Na, wie ein Betrunkener gehen Sie eigentlich nicht. Was ist los? Bremsen versagt? Nein, nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich bekam einen auf den Kopf. Da hinten, da rennt er, das ist der Bursche. Ich wurde verschleppt. Der Teufel noch mal, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich hatte Angst. Wende den Wagen, ey! Den Kerl müssen wir fassen. Sie warten hier. Ja, ja. McCords Wagen lief noch. Ich sprang rein und verduftete mit klappernder Stoßstange. Von einer Cocktailbar in Hollywood rief ich Heini an. Er war noch im Dienst und mürrisch wie immer. Sind Sie das, Carmody? Was Neues von Scala? Hören Sie mal, waren Sie bei dieser Mrs. Chummy? Wo sind Sie eigentlich? Selbstverständlich war ich bei ihr. Und jetzt bin ich in Chicago. Wo? In Chicago. Es ist besser, wenn Sie nach Hause kommen. Warum sind Sie bei ihr gewesen? Natürlich, weil ich dachte, sie könnte etwas vom Jeweler wissen. Unsere Wette. Wollen Sie Ihren Einsatz ein bisschen erhöhen? Na, sparen Sie sich Ihre Witze, die Frau ist tot. Scala? Ja, das ist ja das Komische an der Sache. Er ist wirklich da gewesen. Jemand hat ihn gesehen. Aber die Alte ist eines natürlichen Todes gestorben. Sie hatte Angst. Sie war es, die Scala vor 8 Jahren verpfiffen hat. Ach so ist das. Ja gut, jetzt haben wir ihn jedenfalls. Wir haben rausbekommen, dass er in einem Mietwagen nach Norden fuhr. Wir haben die County-Behörden und die Staatspolizei eingeschaltet. Wenn er das Gebirge überquert, dann fassen wir ihn. Viel Glück. Es wäre wohl besser, Sie kämen mal her, Carmody. Kann mich beherrschen. Die Polizei von Beverly Hills sucht mich wegen Fahrerflucht. Bin jetzt selbst ein Verbrecher. Hastig aß ich etwas und trank Kaffee, ehe ich mir ein Taxi zur Flores hinausnahm. Ich ging zu der Stelle, an der mein Wagen stand. In der näheren Umgebung ereignete sich nichts. Ich fuhr in Richtung Heather Street. Das Haus, das ich suchte, lag unterhalb der Straße, die Mrs. Manor beschrieben hatte. Es war eins dieser schlinggewächsartigen Gebilde mit einem Garten als Dach, einer Eingangstür unterhalb der Fahrbahn und einer Garage, in die man so leicht hineinkam wie in ein Olivenglas. Die Garage war leer, aber eine große, glänzende Limousine stand mit 2 Rädern auf dem Bankett neben der Fahrbahn. Sie war auf David Malnow, 1737 North Floss Avenue, Hollywood, Kalifornien, zugelassen. Das veranlasste mich, zu meiner Karre zurückzugehen und die Waffe aus dem verschlossenen Handschuhfach zu holen. Die Eingangstür war nicht ganz geschlossen. Ein ziemlich breiter Spalt ließ gedämpftes Licht herausfallen. Ich drückte die Tür so weit auf, dass ich hineinsehen konnte. Es war die Stille in dem Haus, die mich veranlasste, hineinzugehen. Es war diese äußerste Totenstille, wie sie nach einer Explosion eintritt. Im Wohnraum hing ein leichter, angenehmer Duft. Auf einem niedrigen Tisch stand eine Flasche Vat 69, nebst Gläsern, einem Kupferkübel und einer Eiszange. Stille. Zeit verstrich.
Dann war ich nicht mehr allein. Mrs. Marinor trat ins Zimmer, eine Waffe in der Hand. Bleiben Sie stehen, wo Sie sind. Ja, haben Sie sie erwischt? Nur ihn. Geben Sie die Waffe her. Es ist alles zu Ende. Sie war nicht hier. Wer war nicht hier? Miss Berlin? Nein, sie war nicht hier. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin der Mann, der nach Miss Berlin gesucht hat. Sie sind kein Polizist. Dave hat gesagt, Sie sind ein Betrüger. Ah. Noch jemand hier außer Ihnen? Nur Dave. Na, das hatte ich vermutet. Dave ist hier, ja. Würden Sie ihn gern sehen? Er ist im Schlafzimmer. In Schlafzimmern ist er zu Hause. Los, kommen Sie. Aber das ist das letzte Haus, wo er zu Hause ist. Dave Marino war tatsächlich tot. Er lag zwanglos ausgestreckt auf dem Bett, etwas auf der Seite, so als ob er davor gestanden hätte, als er erschossen wurde. Zunächst sah ich die Wunde gar nicht. Sie befand sich weit oben rechts in Schläfenhöhe. Sie wies Pulververbrennungen auf. Ist doch eine Kontaktwunde. Hm? Das ist die Wunde eines Selbstmörders. Sehen Sie irgendwo eine Waffe? Nein. Wo ist Miss Berry? Sagen wir, was haben Sie eigentlich hier zu suchen? Es ist wohl besser, wenn ich es Ihnen sage. Ich bin hierher gekommen, um die beiden umzubringen. Ja, mit der leeren Waffe. Vor 2 Tagen war sie noch nicht leer. Ich habe nachgesehen. Dave muss sie entladen haben, wohl, weil er sich gefürchtet hat. Ja, das klingt wahrscheinlich. Weiter? Ja, ich kam also hierher. Es war die letzte Beleidigung, dass er sie zu mir geschickt hat, wegen der Adresse. Es war mehr als... Naja, du kommst zur Sache, was Sie empfinden, das weiß ich nicht. Ich habe genug Schnulzen gelesen. Ach, Sie Mistkerl. Das ist besser als dieses sinnlose Geschwätz. Also weiter, weiter. Die Tür war offen, ich kam herein. Und das war alles. Und jetzt gehe ich. Sie können mich nicht davon abhalten. Sie wissen ja, wo ich wohne. Jetzt wollen wir mal mit der Polizei reden. Wo ist denn das Telefon? Langsam, Freund, nur langsam. Und die Pfoten hoch. Ja, schön. Ich gebe auf. Was abgekriegt? Ich glaube nicht. Gut, dann drehen Sie sich um, Freund, während ich Sie filze. Wo kommen Sie denn her? Ich bin auf den Balkon geklettert und habe Sie durch den Spalt in der Jalousie beobachtet. Himmel, das war wirklich komisch. Wie Sie da auf dem Bett saßen, da am Telefon griffen, den Toten im Rücken. Ja, aber komisch, nicht? Das waren Freudenfeste. Wer ist denn die Schlange? Scheint sie sehr zu lieben, Freund. Vorsicht, Vorsicht, das ist seine Frau. Seine Frau? Das ist schlimm. Wenn ich es gewusst hätte... Aber ich konnte mich nicht beherrschen. Der Kerl hat's herausgebracht. Und Sie haben ihn umgelegt. Wer sonst, Freund, wer sonst? Wir wollen alle ins Wohnzimmer gehen. Mir scheint, ich habe da eine hübsche Flasche Schnaps entdeckt. Setzen Sie sich. Sie auch, meine Dame. Sagen Sie, sind Sie verrückt, dass Sie hier in der Gegend bleiben? Gegen Sie ist auch eine Fahndung im Gange. Und der einzige Weg aus diesem Camp führt zurück zum... Beachwood 3 wurde über die Berge, zu Fuß. Niemand hat von hier die Polizei angerufen, Freund. Ach schön, was jetzt? Schenken Sie mal ein. Ja. Was ist denn mit der Dame? Ja, die ist ohnmächtig. Das Beste, was hier passieren kann. Was haben Sie denn eigentlich hier verloren? Ich suche Beulah. Ich dachte, sie würde vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen. Ich habe mit einem bei der städtischen Polizei gewettet, dass ich sie schneller finde als er. Sie haben sie also nicht gesehen, oder? Nein. Ich auch nicht. Ich bin seit Stunden hier. Ah. Sie ist nicht nach Hause gekommen. Nur der Bursch im Schlafzimmer kam her. Ja, was ist mit dem farbigen Manager in Chemis Bar? Deshalb wird nach Ihnen gefahndet. War zu erwarten. Schön, muss verschwinden. Werfen Sie mal Ihre Autoschlüssel rüber. Ich nehme Ihren Wagen, nur ein kleines Stück. Ja. Ich hatte meinen Mietwagen unten auf der Straße stehen gelassen, aber einen Abhang herauf und ums Haus gestiegen. Ich hörte, wie geklingelt wurde. Der Kerl stand vor der Haustür. Niemand macht ihm auf. Und was passiert? Der Kerl hat einen Schlüssel. Einen Schlüssel zu Beulahs Haus. Na und? Ist einer der Chefs bei KLBL, wo sie arbeitet.
Sie kann sich ihre Tasche beschafft haben und hat sich einen Abdruck machen lassen. Muss den Schlüssel nicht von ihr bekommen haben. Das stimmt, Freund. Jedenfalls ging er ins Haus und ich hinterher. Er hatte die Tür zugemacht. Ich machte sie auf meine Methode auf. Seither schließt sie nicht mehr richtig, wie Sie vielleicht bemerkt haben. Er stand mitten hier in diesem Zimmer, drüben, beim Schreibtisch. Er war offenbar schon mal hier gewesen, denn er griff mit der Hand in eine Schublade und zog dies hier heraus. Aha. Eine 25er mit Permutgriff. Oh, was für Damen. Stimmt. Ich gehe auf ihn los. Er drückt ab. Daneben. Er bekommt Angst, läuft ins Schlafzimmer. Ich ihm nach. Er drückt noch mal ab. Wieder daneben. Sie können die Kugeln irgendwo in den Wänden finden. Ja, ich werde sorgfältig danach suchen. Und als ich versuchte, ihm die Pistole abzunehmen, da hat sie ihn erwischt. Und dann? Na, ich türmte. Das macht jeder in der Situation. Aber ich kam wieder. Mir war eingefallen, dass Piola Schwierigkeiten bekommen würde mit dem Toten auf ihrem Bett. Darum wollte ich ihn irgendwo in die Wüste karren und mich dann für eine Weile verkriechen. Ach, da kam aber die Ziege dazwischen und hat alles verdorben. Die Frau musste sich schon seit einer ganzen Weile verstellt haben. Sie musste ihre Füße und Beine unmerklich bewegt haben. Die perlmuttbeschlagene Pistole lag unverhindert auf Scallers ausgestreckter Hand, als sie in einem flachen Sprung vom Sofa hochschoss und ihm die Waffe flink und sauber von der Hand nahm, wie ein Eichhörnchen, das nach einer Nuss schnappt. Fluchend stand er auf, während die Frau an seinen Beinen herunterrollte. Der große Colt lag an seiner Seite, aber er berührte ihn gar nicht. Er bückte sich, um die Frau mit seinen großen, leeren Händen zu packen. Als da unten. Sie! Sie fahren die Hexen! Lassen Sie sie in Ruhe. Vielleicht hat sie den Kerl geliebt. Diesmal versuchte niemand, mich vom Telefonieren abzuhalten. Stunden danach saß ich im Luca und schlürfte einen Martini. Es war spät. 1 Uhr vorbei. Skeller befand sich in der Häftlingsabteilung des General Hospital. Er hätte fliehen können und für sein Geld kämpfen. Er hätte sich sogar ein Haus kaufen können, um darin zu leben. Aber stattdessen musste er zurückkommen und wie Romeo auf ihren Balkon klettern, um den Bauch voll Kugeln zu kriegen. Von der falschen Frau wie üblich. Ich fuhr noch einmal zur Heather Street. Ich schlich mich von hinten über den Abhang zwischen dem Haus und der leeren Garage hindurch. Ich fand ein Fenster, an das ich heran konnte und machte nicht allzu viel Lärm, als ich es mit meiner Waffe in meinem Hut einschlug. Im Wohnzimmer hing nun ein unangenehmer Geruch. Die Gesetzeshüter hatten sich des Vat 69 angenommen, um den Fingerabdruckleuten die Arbeit zu erleichtern. Ich musste also meinen eigenen Whisky trinken. Ich schob einen Sessel, an dem kein Blut war, in eine Ecke, feuchtete mir die Kehle an und wartete in der Dunkelheit. Als ich aufwachte, war der Mond aus den Vorderfenstern verschwunden und irgendwo hatte ein Wagen angehalten. Leichte, zarte, behutsame Schritte lösten sich aus der Nacht. Ein Schlüssel knarrte im Schloss. Ich hatte die Schnur zum Lichtschalter schon in der Hand. Ich riss daran und es wurde hell. Hallo? Piola. Polizei nehme ich an. Setzen Sie sich doch und lassen Sie uns miteinander reden. Wir sind hier ganz allein. Haben Sie schon mal aus der Flasche getrunken? Und legen Sie die Pistole weg, ja? Wer sind Sie? Carmen, die ist mein Name. Privatdetektiv. Wollen Sie einen Schluck? Ich trinke nicht. Wer hat Sie beauftragt? KLBL, um Sie vor Steve Skeller zu beschützen. Sie wissen es also.
Sie wissen über ihn Bescheid. Wer war hier? Alle, außer dem Klempner. Der lässt sich Zeit. Das so zu der Sorte gehören Sie. Klamottenkomiker. Nein, eigentlich nicht. Ich bin so, das ist so meine Art. Nicht? Meine Art, mit den Leuten zu reden, mit denen ich reden muss. Ja, Skeller ist nochmal zurückgekommen und gerät in Schwierigkeiten. Er wurde angeschossen und festgenommen, liegt im Krankenhaus. Es geht ihm ziemlich schlecht. Wie schlecht? Wenn Sie ihn operiert haben, dann bleibt er vielleicht am Leben. Er bekam 3 Schüsse in den Unterleib, einen in die Leber. Warum ist er zurückgekommen? Er wollte aufräumen, die Leiche fortschaffen und so weiter. Ein anständiger Kerl, dieser Skeller. Meinen Sie wirklich? Junge Frau, wenn auch sonst niemand auf der Welt dieser Meinung ist, ich bin es. Ich trinke jetzt doch einen Schluck. Was kann man Steve vorwerfen? Er hat heute Morgen an der Central Avenue einen Neger umgebracht. Das war mehr oder weniger Notwehr auf beiden Seiten. Ich weiß es auch nicht. Wenn Marinot nicht wäre, hätte er eine Chance. Marinot? Ja, Sie wissen doch, dass er Marinot umgebracht hat. Reden Sie doch keinen Unsinn. Ich habe Marinot erschossen. Ja, gewiss. Aber das will Steve nicht wahrhaben. Soll das heißen, dass Steve freiwillig zurückgekommen ist, um die Schuld auf sich zu nehmen? Es sieht so aus, ja. Ich glaube, er wollte Marinot tatsächlich in die Wüste kehren, um ihn dann dort irgendwo zu verlieren. Nur vorher tauchte hier eine Frau auf. Mrs. Marinot. Tja, sie glaubt, ich sei seine Geliebte gewesen, dieser schmierige Kerl. Waren Sie es denn? Versuchen Sie das nicht nochmal. Auch wenn ich mal an der Central Avenue aufgetreten bin. Oh, Verzeihung. Ich hatte nicht die Absicht, ihn zu erschießen. Er wurde tätlich und zudringlich und versuchte, etwas von mir zu erpressen. Darum griff ich zur Waffe. Die 25er mit Permutgriffe. Bitte? Die 25er mit Permutgriffe. Ja. Dann wurde er wieder zudringlich, wir rangen und dabei löste sich dann der Schuss. Danach bin ich fortgelaufen. Ja, so ähnlich hat es Keller auch dargestellt. Ja. Sagen Sie, Sie sind nicht zufällig bei dieser Ringerei verletzt worden. Blaue Flecke oder zerrissene Kleider oder so. Können Sie sowas vorweisen? Nein. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. So, jetzt müssen wir warten, bis sich blaue Flecken zeigen. Dann gehen wir zur Polizei. Gehen Sie gefälligst raus, während ich mich umziehe. Ja, warum denn umziehen? Also gut. Ja. Wenn es tief helfen kann, dann sage ich alles so, wie es war. Nicht mal geküsst hatte ich Sie. Das wenigstens hätte ich tun können. Sie hätte dagegen kaum mehr einzuwenden gehabt als gegen die Prügel. Den Rest der Nacht fuhren wir herum. Erst in getrennten Wagen, um ihren in meiner Garage zu verstecken, dann in meinem. Wir fuhren zur Küste und tranken einen Kaffee in Malibu. Am Fuß der Ridge Road frühstückten wir. Ihr Gesicht sah aus wie ein Baseballhandschuh nach einer harten Saison. Beim ersten Tageslicht fuhren wir zum Polizeipräsidium. Dort kam man nicht mal auf den Gedanken, sie festzuhalten und ihre Aussage zu überprüfen. Praktisch diktierten die Bullen selbst das Protokoll. Sie unterschrieb es mit leeren Augen, dachte dabei an etwas anderes. Skeller starb am gleichen Nachmittag gegen 2:30. Sie hielt einen riesigen schlaffen Finger, aber Skeller hätte sie nicht von der Königin von Siam unterscheiden können. Heim zu Beulah. Unter diesem Titel brachten wir ein Hörspiel, das nach einer Erzählung von Raymond Chandler entstanden ist.